Hallöchen und willkommen zurück bei GTA Online und der BMX Flugstunde mit dem Sarata, dem Mafuyu und dem Tobinator natürlich. Hallöchen. Jo. Und dem Benny, der gerade anmoderiert hat, leider mit einem kleinen TS-Schaden. Und natürlich auch wieder ist Florentine von Schlitz, unsere Sekretärin, eigentlich noch da. Ja. Klar. Ja, wieder auch noch. Wir machen heute Hardcore-Twitter-Runde. Slay Massive, Hashtag war's. Und wir haben echt jetzt ein paar Folgen angedreht. Die Beschreibung dieses Jobs lustig. Flatsch! Flatsch, ja, BMX-Flugstunde vom guten Currywurst. Der hat die Karte gemacht. Zu viert spielen wir das Ganze und legen mal los, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet dabei. Und ihr? Ganz kurz. Der FC ist aufgestiegen. Neueste News. Wisst ihr natürlich alle schon längst. Sauber, endlich wieder fünfte Liga mit dem FC, ey, geil. Aber das war ja Frankfurt klar. Weggebasht wird diesmal. So, was? Lass mal warten, ob Frankfurt überhaupt dann der Ersten dann ist. Nein, Tobi, sag sowas doch nicht. So, ich wäre bereit zu spielen. Oh, ich habe übrigens eine Nachricht vom Mafma bekommen. Aha. Ey, Sarata, du Hurensohn, ey. Verteilt ihr öfter mal Komplimente? Kommt gerade die Frage rein, interessanterweise, bei Sarata, du Hurensohn. Ja, mache ich eigentlich ganz gerne zwischendurch, doch. Frag die Anna, ne? Die Anna das. Genau, die Anna hat das gesagt. Also nicht der, sondern die Anna. Die Alex von den Superhomos, mal ganz kurz gegrüßt. Tragt ihr gerne. Ah, das ist eine lustige Truppe, die Superhomos. Hast du gerade Superhomos? Ja, kennt ihr die nicht? Kennt ihr die nicht? Ich kenn die nicht, ne. Ja, das ist eine größere Truppe. Nee. Die sind echt cool. Superhomos. Tragt ihr gerne eine Mütze, hat die gefragt. Oh, tschüss, ne? Ihr müsst mal strampeln. Oh, Mann. Habt ihr auch einfach Gas gegeben? Der Tobi ist vorgerollt. Oh, Alter. Was ist das jetzt hier? Das ist eigentlich eine Karte von Currywurst. Die meiste Flugstunde mit dem BMX. Wahrscheinlich müssen wir gleich hier den Berg runterdüsen oder so. Alter, hast du gesehen, Benny? Glitch ausnutzen. Ja, ihr müsst den Glitch, glaube ich, ausnutzen oben vorne. Ah, wie mache ich das denn? Wollte ich gerade sagen. Das weiß ich gar nicht, wie das geht. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Also bei uns hat es ja nicht funktioniert. Das hat ja nur beim Benny. Wir liefern uns hier den Kopf. Alter, Benny, du Brutalo. Boah. Mach den Weg frei. Volks- und Raiffeisenbanken. Nein! Dennis, wohin, Waller? Oh, Alter. Nein! Alter, wir machen hier ein paar Absprünge. Nicht durchs Ziel fahren. Das ist, glaube ich, das Ziel. Hier ein paar Absprünge machen zu können, einfach. Hier runter. Nicht durchs Ziel fahren. Salto, Alter. Mega. Muss dabei springen, warte mal. Alter, zieht mal einfach den Knüppel zurück, Jungs. Zieht mal euren Knüppel zurück. Den habe ich vorhin schon zurückgezogen. Also Titan geflogen bist, ne? Ach du Heilige. Oh, Tobi. Der war gut, Tobi. Danke für das nette Kompliment. Ja. Alter, diese Dreher sind ja obergeil. Aber ich der Glitch sogar ist noch. Echt schwer zu erwischen, ey. Ich lebe immer noch. Stelle hier schon, ja. Was habt ihr heute Abend gegessen, soll ich mal zwischendurch fragen? Noch gar nichts. Du hast noch gar nichts gegessen? Boah, ey, lass uns mal einen Synchronsprung machen, Jungs. Kurz. Ja. Okay, warte. Oh. Das wäre doch mal was Nettes, oder? Okay, warte, müssen wir uns alle nebeneinander stellen. Ja, genau. Warte mal. Oh, Dennis, du bist in mir. Wurde doch mal Zeit. Oh. Man muss noch ein bisschen zurückrollen, Herr Benny. Auch ein schönes Foto gerade mal hier, wie die auch blinken hier. Ah ja, muss ich auch noch machen, warte mal. Alter, warum blinkt der so? Der Sarazza und der Benny sind Disco-Version. Ja. Okay, 3, 2, 1, los. Oh, Fehlstart. Naja. Egal. Oh. Yeah! Ey, und jetzt probieren wir da lebend unten anzukommen, oder? Was haltet ihr davon? Und dann den Berg runter einmal? Obwohl, das ist ja sinnlos. Das brauchen wir ja nicht mehr oben, ne? Nee, das ist doch doof. Eigentlich sollten wir sterben. Okay, probieren wir halt. Ich bin schon tot. Oh, Alter. Aber war geil. Super Jump Style. Hier bei Let's Play GTA Online. Woohoo! Der Jens Brückel fragt eigentlich, mit der Puddingwette aussieht. Ach, der Wackelpudding, ja, das wird bald noch gemacht, hoffentlich. Hoffentlich noch vor unserer Reise, die ja bald ansteht. Aber wir werden dann machen wir es danach. Also lasst euch überraschen. Aber das Problem ist. Ich hab's geschafft! Vermutung. Oh, ich hab kurz überlebt, Leute, ich bin aufgekommen. Und ich bin gefahren, aber dann gegen eine Wand geprasselt. Oh! Ohne Scheiß. Oh, verdammt. Hattet ihr schon mal starke Schmerzen in eurem Hintern? Koko? Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Sarazza auf jeden Fall. Ich hab's geschafft. Alter, ich bin runtergekommen, ohne zu sterben.
Wie hast du das gemacht? Geil. Jetzt habe ich mich umgebracht. Habt ihr zurzeit ein Lieblingslied von Nina? Carry on von Fun oder wie die Gruppe heißt. Oder Fun, einfach nur Fun? Boah, ich habe viele Lieblingslieder. Natürlich 50 Walle. Take you to the Walle Shop. JV. Take me to the Walle Shop. Pilot, der hat ja auch ein neues Album jetzt im Rausjagen, würde jetzt ja 50 Cent. Ist ja sehr umstrittener Rapper, sehr umstrittener Rapper. Und an dieser Stelle, 50 Pfennig. Ach so, ja, 50 Pfennig. Ja. 50, aber ich finde, er hat geile Beats, das muss man ihm einfach lassen. So. Ich finde den jetzt und auch er ist so auch ein krasser Geschäftsmann. 50 Cent ist echt der Hammer. Ich hab's schon wieder geschafft. Alter, du kannst hier voll den... Boah, ich bin schon wieder tot. Was war die sinnloseste Erfindung der Menschheit? Justin Bieber. Na, das kann man auch nicht sagen. Nein, das war ein Spaß. Also da werden ja jetzt tausende von Mädchen nicht hassen, ja. Tobi, für die Aussagen. Nein, werden sie nicht. Tausende von Jungs werden nicht lieben. Weil ich finde, der hat es halt einfach gut gemacht, ne? Ja, muss man einfach sagen. Bullchen. Ey, ich habe mir ohne Scheiß sogar diesen Justin Bieber-Film mal reingezogen. Oh, wobei ich sagen muss, auf seine Fans rotzen, finde ich halt dann auch wieder nicht so geil. Irgendwie. Nee, und der ist jetzt ein bisschen übergeschnappt. Ja. So, muss ich halt auch sagen, ne? Okay, was machen wir für Stunts? Lass mal noch ein bisschen hier richtig coole Stunts machen, Jungs, zusammen. Oder? Ja, ja. Wartet doch nochmal oben. Ist hier schwer. Ich habe das Gefühl, das ist nicht steil genug. Bitte was? Da muss der Curry mal erklären. Ja, aber es geht ja. Ich dachte, es geht nur. Boah, hast du gesehen, Tobi? Man muss mehr Anlauf nehmen, einfach. Ich nehme jetzt mal mega Anlauf. Und dann direkt an diesem einen Brett, das da so, also in dieser Fahne da direkt vorbei und dann hochziehen. Ah, okay. Aber meinst du, dass man so fliegt wieder? Ja, genau. Wir haben das auch schon mal gespielt bei der anderen GTA-Reihe. Da muss man mit viel Anlauf an der Fahne vorbei und dann irgendwie, ich hab's aber auch nicht geschafft, man muss halt irgendwie genau richtig hochziehen. Ich hab das halt an einer anderen Stelle gemacht. Alter, yeah! Das war mega geil gerade. Ihr müsst in die Mitte jumpen und dann könnt ihr das überleben. Dann könnt ihr da richtig cool runterfahren. Ja, du sollst ja eigentlich fliegen mit dem Ding. Nee, aber auch da runterfahren ist ganz nice. Du musst halt dich ziemlich weit links halten. Ach, schade. Das sieht super geil aus. Machst du noch ein Salto rein? Alter, und dann fährst du unten weiter, Alter, wenn du das könntest. Würdet ihr euch so eine Toilette kaufen, die euch Wasser in den Arsch spritzt? Ja, ich weiß, was sie meint. Wir waren ja in Taiwan. Ist das nicht ein BD? Nee, ja, das ist ja eigentlich ein BD, ist ja nur zum Wischen. Ne? Es gibt ja so Toiletten, kennst du ja aus Taiwan. Vielleicht aus Superhomies hatten wir das auch mal gepostet, die Toilette. Ja. Und das war wirklich sehr, sehr krass. Die konnte sogar Hitze einstellen und so für die Klobrille und alles. So was hat der Rumpel zu Hause. Die hat ja den Poppes, hat die wirklich also wirklich hier trocken gepustet wieder und alles. Voll freaky. Ist in Taiwan und in Japan halt scheinbar wirklich ganz normale Sache. Ich würde es mir jetzt direkt nicht kaufen, ehrlich gesagt. Nee, weil er es schon hat. Tim Rösch fragt. Genau, natürlich. Tim Rösch fragt, gibt es dieses Jahr wieder LPT XXL? Ich denke schon, aber ist noch nicht ganz sicher, aber da werdet ihr natürlich als Erste drüber informiert, wenn es soweit sein sollte. So, Beeps Gang fragt, Spider-Man oder Batman? Batman. Ist schwer zu sagen, weil Spider-Man ist in der Hinsicht der Coole, weil er eben der Superheld ist mit so Superkräften. Aber Batman ist ja eigentlich gar kein Superheld. Er ist ja jemand Reiches, der sich so einen Anzug machen lassen hat. Ja? Trotzdem, deswegen, Batman. Ja, wie sieht's denn bei der Community aus? Batman oder Spider-Man? Oder was ist euer Lieblings-Superheld? Auch mal eine interessante Frage. Was wäre denn euer Lieblings-Superheld, Sarazan? Ich finde Batman mega cool. Von dem habe ich ja tatsächlich auch die Games gespielt. Mit Begeisterung habe ich gehört. Ja, also ich muss sagen, der dritte Teil war nicht mehr so geil. Der hat mich teilweise genervt. Ja, aber die ersten beiden waren echt Hammer. Ja, der war jetzt sehr repetitiv. Gute Spiele sind. Ja, immer noch. Also wenn man jetzt nur mit Teil 3 einsteigt, ist das immer noch ein gutes Spiel auf jeden Fall. Ja, absolut. Also da ohne Frage, Hut ab. Und auch die Optik von den neuen Spielen, von dem, was jetzt da rauskommt, alter Schwede, habe ich auch mal nicht schlecht geguckt. Das sieht echt krass aus. Ja, das stimmt. Also kommt. Aber Batman wäre schon. Ja, und. Was? Was meinst du? Ich habe dich nicht verstanden gerade. Mal und dann können wir eine neue Mission machen, weil wir jetzt ganz am Fahrrad da runterspringen, ist auch irgendwann. Klappt ja auch leider. Boah. Richtig. Nee, warte mal, Benny, warte mal ganz kurz. Ey, lasst uns noch einmal kurz eine Challenge machen von Start weg und wer am meisten kommt, hat dieses Rennen gewonnen. Wie ihr als Erster ins Ziel fahren wolltet und es nicht geschafft habt. Ja. Ihr scheiß Wichser, Alter. Ach so. Fängt der Dennis schon wieder mit unkoscheren Mitteln an. Ja, aber echt. Oh, ich hab's auch nicht geschafft. Ich bin voll zur Seite. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Nein, ich hab nicht! Doch, ich hab gewonnen! Nein, Tobi, du fliegst bei mir gerade den Berg runter! Nee, ich hab's geschafft! Na, dann fahr ich hier noch ein paar Jumps. Ich hab auch noch einen Jump gemacht.
Alter, vielleicht kann man hier auf dem Felsen. Alter, wie nice. Richtig geil. Boah. Guck mal, jetzt Supercross hier. Was würdet ihr machen, wenn ihr für einen Tag eine Frau sein könntet? Boah. Schwierige Frage. Jetzt würden natürlich viele sagen, bumsen. Bitte was? Ja, würden viele sagen, mit Sicherheit. Nee, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja die Frage, die alle interessiert. Ne? Wie ist es bei dem anderen? Oder sich selbst befummeln, ne? Den ganzen Tag. Kommt so trocken vom Benni von der Seite. Benni, ne, der haut immer in einer Folge immer so einen Spruch raus. Wobei er ja recht hat, ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich. Auch die Frage an der Community, was würdet ihr denn machen, wenn ihr einen Tag ein anderes Geschlecht hättet? Ja, da hätte ich direkt eine passende Frage. Was war das Ekelhafteste, das ihr jemals im Mund hattet? Und sagt nicht, ihr werdet hingefallen oder so. Fragt drei, die Ellie. Ich glaube, das waren bei mir die Baby-Austern da, die ich immer essen musste in diesem Taipei 101 Tower da in Taiwan. Oh, bei mir war es tatsächlich Oktopus. Ah, das geht ja noch. Boah, nee. Boah, ich weiß nicht gar nicht. Hast du einen Oktobussi bekommen? Ja, eine Oktopussi hatte ich im Mund, ja. Dass man über sowas lachen kann, Alter. Ja, wir sind halt schon Dennis, verkackte Kinder, ey. Dennis? Wuff. Boah, ich hab grad getrunken, Tobi. Dennis, was denn bei dir? Was hast du denn als ekeligstes im Mund genommen? Ganz ehrliche Antwort. Also jetzt aber nicht mit der Firma, meinst du, sondern nur jetzt. Ja, nicht jetzt Rumpel und du, sondern ich weiß ja nicht, wie der Schrumpel aussieht. Ja, Schrumpel hatte mir doch zu viele Haare, deswegen. Nee, warte mal, weiß ich nicht. Also, ich habe schon vieles gegessen, wo ich jetzt sage, mir fällt nichts ein. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich mag ja zum Beispiel, was ich gar nicht mag. Nee. Ja, jetzt schieß los, sagen. Alter. Mir fällt nichts ein. Was? Du isst alles. Okay, er isst alles. Und Benni, du? Das Ekelhafteste. Geh mal bitte alle in tödliche Mischung. Zum Abschluss. Also sowas richtig Schlimmes hatte ich auch noch nicht, glaube ich. Also so glitschige Schnecken und so sind nicht mein Fall. Ja, Schnecken sind auch nicht mein Fall. Was ich auch eklig finde, ist so Leber oder sowas. Ja, da kann man mich auch mit jagen. Ja, da kann man mich echt mit jagen auch. Das ist definitiv weißt du, dabei. Ich weiß nicht, wo es das gibt. In dem Land. Das ist da so eine... Ich mach mal 5 Minuten. Ja, das ist so eine, wie sagt man, eine Delikatesse bei denen. Und zwar setzen die einen Affen. Ja, hör auf. Ne, das kann man immer kurz, das können ja ruhig viele wissen, widerlich. Weil dann kann man ja umso mehr davor gehen. Es gibt so Restaurants, da sitzen dann Affen, die sind eingeklemmt unterm Tisch und du sitzt da drumherum und Horror. Du schneidest denen dann die Gehirn, die Kopf. Indiana Jones lässt grüßen. Und isst das Gehirn, während der Affe lebt. Das ist eine Delikatesse, ich weiß nicht. Ja, in China, glaube ich, war das so, oder? Ja, dann fragt man sich mal ganz ehrlich. Und es gibt ja auch diese lebenden Frösche, die dann essen noch und so. Oh, und lebende Schlangen und so. Ja, nee, das ist halt echt schon zu krass. Also ein lebendes Tier essen finde ich halt, das finde ich auch schon teilweise bei Dschungelcamp echt fragwürdig so. Ja, würde ich auch. Oh, interessante Frage von Ellie gerade. Ellie, also mit der 3 vorne, das E. Was war der schlimmste Geruch, den ihr je gerochen habt? Passt ja auch gerade dazu. Boah, ich glaube, das war Verwesung. Den habe ich mal nachgestellt das ist auch Verwesung ist mies. Oder so richtig alter Müll. Was war denn bei dir verwest? Ich war mal in England und da war ich in den Canterbury Tales und habe so Verwesungsgeruch nachgestellt. Das war schon verdammt mies. Ja. Ey, cool, wir sind einem Team, Jungs. Ich habe ja Meerschweinchen, wie ich ja gesagt habe, schon. Boah, mit einem Minigun, Alter. Ich habe ja Meerschweinchen. Und du musst die Meerschweinchen ja auch irgendwo abholen. Und dann bist ja so ein paar Züchter, wenn du dann in den Raum reinkommst, ne? Also, das riecht widerlich. Meerschweinchen oder aufeinander was? Hocken. Du kannst nicht. Also, du kriegst keine Luft praktisch. Oh, das ist aber ein Scheißzüchter dann aber auch, oder? Als ob dir jemand die Kehle zuschnürt einfach. Das ist so ein stickiger Geruch. Das kann ich gar nicht erklären. Aber, ist schon krass eigentlich. So, jetzt mit der Minigun hier. Ja, es geht richtig ab. Boah! Nein! Die kommen von links. Oh! Alter, die Minigun bin ich ja ganz schwach mit, ey. Muss man mehr aimen, ne? Muss man selber aimen. Ja. Das ist kein Auto-Aim, oder? Und am besten immer so ein bisschen auf RT drücken leicht, damit ich immer andreht schon vorher. Ja. Was freut ihr euch in diesem Jahr am meisten? Oh, den haben wir aber zu sieben, Tobi. Alter, da kommt noch einer.
Hm, weiß ich nicht, was steht dieses Jahr denn noch an? Ah nein, jetzt hatte ich gerade den Hunger. Scheiße. Ach fuck. Boah, dieses Jahr am meisten sagen kann ich noch gar nicht sagen. Wo ich mich da am meisten freue, ehrlich gesagt. Steht noch einiges an, ne? Ja, steht echt noch einiges an. Es kommt mal irgendwas, was... Oh. Alter, das gibt's nicht. Ich treffe den nicht, ey. Shit. Alter, ich hab den... Gibt's echt nicht. Ja, wo ist denn der? Hä? Welche Nagellackfarbe mögt ihr bei Mädchen? Laura Wendland. Oh, das sollte eher zum Outfit passen, oder? Genau. Ja, ist eigentlich, eben. Das kann man so gar nicht pauschalisieren, finde ich. Boah, der hat eine goldene Minigun gehabt. Sollte man das mal echt einmal, damit ich... Komm, ich konzentriere mich jetzt mal gerade ein bisschen aufs Spiel. Ihr dürft jetzt gerne Fragen beantworten. Aber ich muss jetzt echt einmal mich mal konzentrieren. Das kann nicht angehen, so. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass manche Auto-Aim haben, Alter. Ich nicht. Ich bin gerade am Spawnpunkt niedergemetzelt worden. Boah, ich bin ganz schön schlecht gerade. Ja, ich auch. Überhaupt Alter! Dieser Session. Noda Ryder, was geht mit dem Jungen? Scheiße, jetzt habe ich keine Muni mehr. Die Minigun, ich wollte gerade sagen. Bernd Eichel, wo ist Emma Alter, eigentlich? Alter, die Minigun ist weg. Da hat einer ein Feuerwehrauto. Kommt echt ein Feuerwehrauto. Ja. Jetzt mal eine Ansage. Bam! Boah, ich war unter Wasser, Alter. Was ist denn da hochgegangen? Nix. Ich hab damit nichts zu tun. Wer ist von euch der mit dem roten Pulli? Ich vielleicht? Ich hab eine blaue Jacke drüber. Nein! Oh! Ja, das bist du. Wo war er? Rote Hose. Du bist sehr auffällig, Benny. Ja, das stimmt. Nicht gut getarnt hier. Alter, wir müssen mal so in einer Reihe laufen. Okay, ja, pass auf. Mit der Minigun. Das ist ein bisschen strategischer vorgehen. Shit, keine Muni. Es gibt so viele Oder-Fragen. Star Wars oder Star Trek, DC oder Marvel. Fuck. Hat er mal ganz gute Case gemacht. Aber die neueren Star Trek Filme finde ich auch cool. Ja, die neuen Star Trek Filme finde ich auch ganz nett, aber Star Wars, ganz klar. Ja, hat schon mehr Stil irgendwie. Ja, bin halt... Der gute alte Charme. Ja, ich mag halt nicht diese. Ah, ist halt actionhaltiger irgendwie auch, ne? Muss man ganz klar feststellen. Und auch epischer irgendwie mit diesen Jedi-Rittern und. Ja, und ich fand eigentlich auch immer die dunkle Seite der Macht cooler, muss ich gestehen. Wenn man das gar nicht in der Öffentlichkeit sagen darf, aber die haben einfach die coolere Rüstung. Ja, Luke, ich bin dein Vater. Ja? Wusste ich gar nicht. Hm? Bist du der Vater vom Luke? Ja. Was? Ich muss auch mal ein paar Waffen einsammeln. Oh, wir haben verloren. Wir haben verloren, leider. Sorry, es lag auch an mir. Ich war am Anfang echt ein Opfer. Perverse Fans. Perverse Fans? Was heißt perverse Fans? Weiß ich nicht. Ja, das ist eine Frage, die, ja. Hast du ja eine tolle Frage rausgesucht. Dennis! Hey, weißt du was? Fick dich. So. Nee, bitte was? Fick dich selber. Hey, wir haben verloren, yay. Ja, okay. Wir machen mal wieder ein Folgenpäuschen hier, oder? Wir haben ja zwei coole Sachen jetzt hier und in der nächsten Folge geht's dann weiter, vielleicht mit ein paar Twitter-Fragen noch. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die zeichnen, die Fragen beantworten, die diskutieren, die auf Twitter dann Fragen gestellt haben. Ihr seid die beste Community überhaupt und vielen Dank und tut mir leid, falls ich wieder genervt habe. Tschüss! Tschüss! Ja, liebe Freunde, wieder eine kleine Twitter-Runde mit vielen Fragen, aber natürlich auch ein paar interessanten Gameplays. Muss ich sagen, waren eigentlich lustige Maps. Und wir werden dann mal schauen, was wir in der nächsten Episode so veranstalten. Wahrscheinlich dann auch wieder mit Twitter. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.